Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Cecilia Talked. Ich habe wirklich Angst, Leute, wir müssen wirklich reden. Und zwar geht es um die AI-Entwicklung in dieser Welt. Die Welt entfremdet sich immer mehr, wird immer skurriler und komischer. Und ich weiß echt nicht, ob ich in dieser Welt noch existieren möchte, wenn es so weitergeht. Wirklich. Fangen wir mit was Humanen an. ChatGPT. Jeder kennt es, jeder hat schon mal benutzt. Vielleicht, wenn du noch zur Schule gehst, hast du es auch schon mal für Hausaufgaben oder was benutzt. Ich habe es auch benutzt. Zwar habe ich mir eine Fanfiction kreieren lassen für Legacy of Kain. Es war lustig, weil, ganz ehrlich, Legacy of Kain ist schon so lange tot. Ich wollte einfach neue, intelligente Konversationen zwischen Razia und Kain. Und das war überraschend gut. Das war so nah dran. Es könnte wirklich in neuen Legacy of Kain so vollkommen sein. Hätte es einen neuen Teil gegeben. Fantastic. Das ist auch alles noch schön und gut, überhaupt nicht gefährlich und so. Absolut. Vollkommen in Ordnung. So. Dann habe ich auch mal natürlich geschaut, hey, was sind eigentlich Top 10 Frauendüfte? Was sagt ChatGPT? Kam da auch ein bisschen was draus. Natürlich nicht so gut wie meins. Meine Empfehlungen sind immer noch die besten. Aber vollkommen in Ordnung. Und ich habe das auch mal bei anderen Parfüm-Leuten geschaut. Da waren da in der Männerliste zum Beispiel Frauendüfte drin. Ich habe natürlich Frauendüfte geschaut, da waren keine Männerparfüms drin. Aber andersrum schon, das ist ein bisschen strange, unausgereift. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass sowas wie wir Influencer, Influencerin, bald aussterben können. Weil, ganz ehrlich, warum soll ich euch die Top 10 sagen, wenn eine AI die Verkaufszahlen berechnet, wie viele Duflim auf diversen Seiten zugreifen kann, die Bewertungen durchgeht und daraus das Beste kristallisiert. Nur weil ich euch sage, ja, Humanity ist eins der besten Parfüms und dann schaust du auf Parfumo, hat das voll die schlechte Wertung, heißt es ja, dass es voll subjektiv ist. Ich liebe Humanity. Vielleicht schaffe ich es euch dafür zu begeistern für das Parfüm, aber objektiv bin ich natürlich nicht. Aber eine AI ist nicht menschlich, nicht vor Emotionen geprägt und bleibt natürlich objektiv. Bedeutet, so ein Job als Influencerin kann ich bald später nehmen, wenn das so weitergeht. Klar, ich rede natürlich ganz anders mit Emotionen und vielleicht will man genau das. Aber wenn man das beste Ergebnis haben möchte, ja. Früher hat es keine Möglichkeit, irgendwie besten Düfte herauszufinden, außer du gehst in Douglas und schnupperst dich da durch, aber selbst dann ist es subjektiv, außer man guckt jetzt Verkaufszahlen oder so. Aber wenn dann jemand sagt, ja, das sind die besten Düfte und geht da voll mit Emotionen, Passion dran, dann glaubt man das halt scheuer. Aber diesen Job, den braucht es bald nicht mehr. Das ist auch alles gar nicht so wild. ChatGPT ist eine fragwürdige Sache, die ich schon vorsichtig begutachtet habe. Aber jetzt ist das absolute Drama passiert. Und zwar habe ich gestern, natürlich gucke ich aktuell immer, wann kommt das neue Album raus von Travis Scott, von Lil Uzi Vert. Wann kommt es endlich raus? Und dann bin ich drauf gestoßen. Das neue Album soll ja Pink Tape heißen von Lil Uzi Vert und von Travis Scott Utopia. Und diese beiden Alben waren plötzlich da. Aber sie wurden nicht von Travis oder Uzi hochgeladen. Eine AI hat das Album erstellt. Eine AI hat Travis und Uzi nachgemacht. Und ich habe da reingehört und ich war einfach nur baff. Ich war einfach nur baff, Leute. Vielleicht werde ich auf dem Zweitkanal mal eine Reaction dazu. Das weiß ich noch nicht. Auch die AI ist lustigerweise Copyright geschützt und das kann ich auf meinem Kanal hier nicht machen. Aber, ey, nee, wirklich, ich zeig's euch. Und zwar hier, Lil Uzi Vert, The Pink Tape. Das soll das neue Album sein, komplett von der AI generiert. Und es klingt sowas von real. Hier schreibt auch einer, this shit is crazy good, AI is scary man. Und das ist das Problem dabei. Gerade das von Lil Uzi
war sowas von on point, sowas von real. Das fand ich echt erschreckend. So, und das hat mich zum folgenden Entschluss gebracht. Die AI wird die Menschheit vernichten, wirklich. Hört mir erstmal zu. Hol dich direkt die Fackel und Mistgabel, ruf nicht in eine Klaps an, das Ziel ist wieder verrückt geworden. Nein, wirklich, die Menschheit ist dumm, Leute. Künstlerische Berufe, Leute, die richtig was können, ne? Sänger wie Travis Scott und so. Die werden bald nicht mehr benötigt, wenn eine AI alles schon nachmachen kann. Dann gibt es auch irgendwann eine Cecile-AI, die irgendwelche Spiele spielt. Mich komplett nachmacht. Die AI basiert auf Sachen, die im Internet zu finden sind. Von mir gibt es 1000 Fotos, von mir gibt es 1000 Videos. Von Travis Scott gibt es super viele Songs, von Lil Uzi gibt es tausende Songs. Darauf basiert die AI. Sprich, man kann alles perfekt nachmachen, je mehr Futter man gibt. Von mir gibt es viel Content, von Travis gibt es viel Content und so weiter und so fort. Das kann man auf jede Celebrity beziehen, auf jeden YouTuber, auf jede YouTuberin beziehen. Die AI kann alles übernehmen und ist immer perfekt. Es gibt Prominente, gerade in der Rap-Szene, ne, nehmen ja viel Lean. Das ist so eine Droge, beziehungsweise ist eigentlich stark dosierte Hustensaft mit Codein. Machen die einen Double Cup, machen Sprite rein, machen so Candies rein, zerstören irgendwie so Bonbons und machen das auch noch rein, das ist süßer. Ich habe es nie probiert, ich habe nie Drogen genommen. Bis auf Alkohol, logischerweise, das hat bestimmt fast jeder schon mal getrunken. Ich habe auch noch nie eine Zigarette probiert. Aber ja, dieses Lean bringt halt viele Rapper in diese chilling Vibes. Sorgt für Euphorie und so in der Rap-Szene. Okay. Ich brauche meinen Energy Drink. Da habe ich die Energy, da habe ich die Power und werde richtig aktiv. Perfekt für Content Creation, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich brauche meine Energy Drinks. Damit ich on point bin, damit ich guten Content mache und verspreche mich eigentlich auch nie. Es liegt auch unter einer Energy. So, ein Mensch braucht auch viel Schlaf. Sprich, ein Mensch muss fit sein. Gesundheitlich, darf nicht krank sein, muss viel schlafen haben. Und manche Menschen brauchen besondere Sachen. Ne, für die einen ist es eben halt, also für viele Rapper ist es halt Lean, für mich der Energy Drink, für viele im Kaffee, für manche auch Alkohol, sonst was. So. Und das alles muss gegeben sein. Man muss fit sein, man muss gut geschlafen haben, man muss gesund sein, man muss eventuell noch eine Substanz genommen haben, damit man eben halt den perfekten Content created. Damit man in der besten Fassung ist. So, ohne Energy Drink wäre der Content nicht so gut, wie er jetzt ist. Sag ich euch, wie es ist. Weil dadurch bin ich halt richtig on point, meine Gedanken sind fokussiert, ich habe wirklich Power und Energie. Hätte ich das nicht, würde mir was fehlen. Eine AI braucht das nicht. Eine AI übertrumpft den Menschen. Eine AI muss keine Reisekosten zahlen. Na, wenn Travis Scott ein Konzert macht, musst du erstmal fliegen. AI braucht das nicht. AI braucht kein Mien, AI braucht keinen Schlaf. AI kann einfach immer in der perfekten Fassung sein. Sprich, ein Mensch ist fragil und abhängig. Entweder von Substanz oder halt auch vom Schlaf. Selbst wenn ihr kein Energy Drink nimmt, keine Drogen nehmt, kein Alkohol trinkt oder sonst was. Ihr seid vom Schlaf abhängig. Können wir nicht erzählen, wenn ihr nie schlaft oder nur eine Stunde schlaft, dass ihr perfekt fit seid und den besten Content macht. Fokussiert nicht, ihr seid nicht fokussiert. Die AI muss das nicht. Das bedeutet, die AIs der Menschheit in jeder Hinsicht überlegen. Politik, Business, alles, was so mit Denkprozessen abläuft. Selbst Rechtsanwälte, ich kann mir vorstellen, dass die AI das irgendwie übernimmt. Die AI hat das komplette Gesetzbuch gespeichert, zack, und wenn es perfekt umgesetzt ist. Und wie gesagt, ich habe mir das angehört, dieses Pink Tape, Fake Pink Tape von Lil Uzi, es kriegt exakt original. Und da ist sogar Juice WRLD gefeatured, der schon lange gestorben ist. Das ist ein Rapper, der ist 2019 gestorben und der ist gefeatured. Durch die AI. Absolut scary. Ja, und dadurch, dass die AI
immer perfekter wird, wird die AI auch irgendwann perfekt gerichtliche Prozesse abklären können, Business perfekt machen können, Wirtschaft perfekt machen können, Infrastruktur managen können, Politik managen können. Das Einzige, was nicht mit der AI geht, sind handwerkliche Berufe. Bausteller, Schreiner, Maler, sowas funktioniert nicht. Aber alles, was mit Kopf funktioniert, was künstlerisch ist in der Hinsicht von wegen, ja, ich mache jetzt ein digitales Kunstwerk, ich mache jetzt Musik, ich mache jetzt eine Entertainment-Leistung, wie zum Beispiel dieses Video. Das kann die AI besser als der Mensch, wenn es noch weiter gemacht wird. Wobei, eigentlich ja nicht. Eigentlich ist sie jetzt schon perfekt. Hört euch das an. Hört euch ein Lied von Lil Uzi an und hört euch dieses Pink Tape an. Ihr werdet erschreckend feststellen, dass es absolut perfekt ist. Ja, und alle Berufe, die eben halt künstlerisch sind oder mit Kopf sind, können wirklich abgelöst werden. Und das ist so erschreckend, das führt zu Arbeitslosigkeit. Kommen wir jetzt nicht mit, ja, dann gibt es auch neue Berufe, die AI-Entwicklung pushen. Die AI ist jetzt schon fast perfekt. Wenn die AI perfekt ist, was willst du denn da noch entwickeln? Die Menschen haben keinen Purpose mehr, außer irgendwelche Häuser zu bauen oder einen Tisch zu createn. Und vielleicht sind die Maschinen auch irgendwann so weit, dass man sagen kann, ja, ich möchte jetzt einen Tisch Maße, lalalala, und dann macht die Maschine das. Vielleicht wird auch das sogar irgendwo abgelöst. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ein Hausbau gerade so in den USA so ein Wolkenkratzer mit Maschinen funktioniert. Kann ich mir nicht vorstellen, bin ich ehrlich. Aber sonst wird jeder Beruf abgelöst. Menschen sind fragil, Menschen werden krank, Menschen brauchen manchmal irgendwie einen Putsch, Aufputschmittel, Kaffee, Energy oder weiß was ich was für Zeug. Die AI nicht. Ist immer on point, braucht keinen Schlaf, ist immer fit. Das ist das Gefährliche. Die Menschheit wird übertrumpft. Kommt noch schlimmer. Dadurch, dass du Kunstwerke und alles faken kannst, Fake Musik, Fake Images, Fake Stimmen, Fake Bilder, kannst du es für manipulative, böse Zwecke nutzen. Stell dir mal vor, ich will jetzt jemanden kennenzulernen. Da mache ich irgendwie ein Fake-Bild oder sogar ein Fake-Video mit einer AI und sag dann, oh Gott, bist du schon das Neueste von Sänger Prominenz XY? Oh, der war da, der war in New York, habt ihr das gesehen, im Central Park, und hat ein Video aufgenommen und hat sowas Skandalöses gemacht und gesagt, dabei war alles fake. Du kannst alles faken, du weißt nicht, was real ist. Dadurch gibt es Tumulte. Dadurch wird die Cancel Culture noch gefährlicher. Heute wird es ja schon für jeden Scheiß gecancelt. Und man verliert den Realitätsbezug. Wenn man eh alles hinterfragen muss und einfach nicht mehr Realität von AI unterscheiden kann, dann, ja, kann man uns komplett verarschen und wir leben in einer virtuellen Fake-Welt, weil du einfach nicht mehr weißt, was echt ist und was falsch ist. Und wie gesagt, das kann für Politik missbraucht werden, das kann für Cancel missbraucht werden, es kann für so vieles missbraucht werden. Stell dich mal vor, im Zweiten Weltkrieg hätte ein gewisser Mensch aus Deutschland Möglichkeiten dazu gehabt. Wie schrecklich das gewesen wäre. Wie manipulativ diese Propaganda gewesen wäre. Die war ohnehin schon gefährlich, manipulativ und all over the top. Aber mit AI wäre es noch viel heftiger gewesen. Und ja, es nimmt solche Ausmaße an. Es wird richtig gefährlich. Du kannst alles faken, kannst Falschaussagen machen, Fake-Videos machen, Fake-Bilder machen, Fake-Musik machen. Es ist einfach nur gruselig. Es ist einfach nur gruselig. Und gerade wenn es missbraucht wird. Wirklich. Und kommt mir jetzt nicht mit, ach ja, Travis Scott AI gibt es nur, weil es Travis Scott gibt. Travis Scott hat die Vorlagen geliefert, seine Adlibs, that's lit. Und straight up und generell die Stimme.
durch die vielen Songs wird ja von der AI analysiert und nur weil es Travis Scott gibt, gibt es ja auch die AI. Wäre Travis Scott nicht in dieser Welt, hätte es diese AI ja nicht gegeben, die auf Travis Scott basiert. Von daher ist es immer noch ein bisschen künstlerisch, aber ganz ehrlich, Travis Scott kriegt für diese Fake-Alben, für diese AI keinen Cent. Engen Loser, Max Mustermann, 13 Jahre alt, kann vor seinem PC mit Travis Scott AI erfolgreich werden, Star werden, weil er ist ja ein Travis Scott, nutzt einfach nur die AI und zack. Das fördert keine Talente mehr. Klar, wie gesagt, gäbe es Travis Scott nicht, gäbe es auch nicht die AI, aber ganz ehrlich, jeder Loser kann auf seinen Nacken mit seiner Stimme durch die AI dann Geld machen, wenn das noch schlimmer wird. Und Travis Scott kassiert keinen Cent. Ich nehme dir jetzt als Beispiel, ne? Wie gesagt, das gibt es auch mit in allen Bereichen. Nicht nur in der Musik. Und das finde ich so gefährlich. Und dann gibt es Leute, die beschweren sich irgendwie über TikTok-Filter, Instagram-Filter, dass nichts real ist. So ein TikTok- oder Insta-Filter ist immer noch realer als so ein gefaktes, von AI generiertes Bild oder Musikvideo. What the actual fuck? Wirklich. Das ist immer noch vielleicht 30% real. AI ist komplett von Grund auf fake. Und das ist immer das Gefährliche, das Problematische an der Sache. Das, was mich so ängstlich werden lässt. Könnte jetzt natürlich sagen, ja, ist natürlich cool, wenn im Beispiel, wie gesagt, da wurde Juice WRLD gefeatured bei Lil Uzi. Und der Rapper ist tot. Die Fans und Fangirls kriegen keinen neuen Content mehr, weil der Musiker halt tot ist. Aber durch die AI kann man dann neuen Content generieren. Ist trotzdem nicht das Gleiche und ist irgendwie auch disrespectful und unmoralisch gegenüber den Toten. Weil Tote sollte man ruhen lassen und die Legacy, die Legende sollte man wirklich wahren. Und nicht neuen Stuff releasen, wenn die schon lange tot sind. Hat irgendwie was Cooles an sich, dass es neuen Content gibt und es wird immer up to date gehalten und. Ja, aber auf der anderen Hinsicht ist es halt irgendwie unmoralisch, ne? Weil man einen Toten quasi neu zum Leben erweckt, aber dann auf den Nacken Content macht. Das ist irgendwie disrespectful den Toten gegenüber. Weiß ich, ist ein schwieriges Thema. Fände ich das cool, wenn ich tot bin und eine AI weiterhin Videos macht? Cecile AI? I don't know. I don't know. Wie gesagt, ich bin da zwiegespalten, komplett in Mitte. Ich habe nur Angst vor diesem Manipulativen und dass du nicht mehr weißt, was real ist und was nicht. Und dass quasi Menschen den Wert eigentlich verlieren, weil gefühlt alles durch die AI ersetzt wird und übertrumpft wird. Weil wie gesagt, die AI braucht keine Substanz oder so, keinen Schlaf. Die ist immer fit und immer 100% Leistung. Ein Mensch nicht. Das ist das Gefährliche. Diese Welt wird immer komischer und verrückter. Auch die Selbstbestimmungsgesetze finde ich absolut insane und bescheuert. Du kannst einmal im Jahr dein Geschlecht ändern. Gut, dann gehe ich da jetzt hin und sage, ich bin Kampfhubschrauber. Meine Pronomen sind Kampfhubschrauber. Und wenn ich mich wohlfühle, dann wäre ich auch richtig high. Dann hebe ich ab wie ein Kampfhubschrauber, mich auch in meinen eigenen High. Oder was? Was soll der Scheiß? Entweder bist du ein Mann oder bist du eine Frau und bist nicht ein Jahr das und ein Jahr das und dann identifiziere ich mich plötzlich als Fuchs und als Katze und dann bin ich doch beides oder bin divers, bin non-binary und nächstes Jahr bin ich dann wieder eine Frau und dann wieder Mann und crazy. Und angeblich soll es ja bestraft werden, wenn man dann misgendert. Ganz ehrlich, wenn du nicht wie eine Frau aussiehst oder wie ein Mann aussiehst, dann musst du halt damit leben, ne? Absoluter Quatsch. Halt hier auch überhaupt nichts von. Das führt auch zu Realitätsverlust. Das gekoppelt mit der AI, dann leben wir in einer virtuellen, unrealistischen Welt. Ganz ehrlich. Wenn du
alles sein kannst und alles faken kannst und was ist das für eine Welt? Kompletter Realitätsverlust. Als wäre mein Videospiel. Charaktereditor ändern oder ich nehme jetzt irgendeine Musik mit einer AI. Travis Scott AI, zack, neue Lieder gemacht. Fake irgendwie ein Promi, der durch den Central Park geht, sagt irgendwas, was er nicht sagen hätte dürfen, aber war ja fake und wird dann gecancelt. Wie gefährlich und wie realitätsfern ist das eigentlich? Weiß nicht mehr, was real ist, weiß nicht mehr, was fake ist. Und das ist das Problem und deswegen habe ich so Angst. Und die Menschen verlieren so ein bisschen den Sinn, weil die AI besser ist als jeder Mensch. Vor allen Dingen, wenn das noch verbessert wird, noch weiterentwickelt wird. Wie schnell ist es jetzt gekommen mit ChatGPT? Wie schnell sind diese Fake-Songs gekommen? Was soll das erst in 10 Jahren sein? Leute, ich habe auch gedacht, guckt man sich mal an mit der AI, so schlimm wird es wohl nicht werden. Es gibt so viele Filme, wo Roboter die Welt übernehmen, wo AI eskaliert sind, so Cyberpunk-Sci-Fi-Filme, wo eben halt die Technik so weit ist, dass sie den Menschen übertrifft und dann Kontrolle über den Menschen bekommt. Und in diese Welt, in diese Schiene begeben wir uns doch schon. Das ist gefährlich und schreibt mal, was ihr davon haltet, ob ich einfach zu panisch bin oder ob ihr es auch so gruselig findet. Ich finde es absolut gruselig. Die Welt ist doch doomed, wenn das so weitergeht. Ich finde wirklich, man sollte die AI komplett verbieten, weil es eine gefährliche Entwicklung mit sich ziehen kann. Und Gefahren sollte man stoppen. Stell dir mal vor, da ist ein Lagerfeuer, das Lagerfeuer eskaliert und dann gibt es einen Waldbrand und aus dem Waldbrand wird dann Flächenbrand, ein Großbrand und es eskaliert immer weiter. Ein Schneeball, das ist ein kleiner Schneeball, wenn der Berg runterrollt, kann Lawine werden. Und so ist das mit der AI. Man sollte sie am Keim ersticken, solange es wir noch können. Später werden wir vielleicht Sklaven vor irgendwelchen AIs und Robotern. Deswegen sollte man jetzt handeln. Aber wahrscheinlich stehe ich komplett allein mit der Meinung da. Und ihr haltet mich für verrückt. Aber denkt mal wirklich nach. Setzt euch mal eine Stunde hin, denkt mal nach, was ich gesagt habe. Und führt euch das mal vor Augen, wie weit wir schon sind. Kannst alles faken, kannst fake Musik erstellen, die absolut real ist, die dann gleich veröffentlicht haben. Kannst Falschaussagen, falsche Bilder tätigen mit Prominenten und die dann canceln. Kannst manipulativ für dich nutzen. Die AI ist immer fit, gibt immer 100%, ist sowas von on point und übertrumpft dadurch die Menschen. Das sind alles Fakten, Leute. Das sind alles Fakten. Wenn es weiterentwickelt wird, wird es immer gefährlicher. Der Mensch verliert komplett die Relevanz. Gut, ihr Lieben, es war jetzt wirklich ein krasser Deep Talk, aber es hat mich wirklich beschäftigt und ich muss es mal loswerden. Bei mir persönlich gefällt diese Entwicklung gar nicht. Ich bin auch zu einer Zeit groß geworden ohne Computer. Ich hatte erst mit 14 Jahren Computer und ich fand das Internet, Computer, fand ich schon so absolut insane. Aber alles noch human. Aber diese AI, das wird wirklich completely inhuman. Es wird gefährlich. Und das sehe ich wirklich problematisch. Gut. Daumen hoch, falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!